Hallo und willkommen zurück zu Xenonauts 52. Folge und auf dem Weg zur 44. Mission. Und sind noch am Tag angekommen. Schön. Ich glaube, das war ein Landing Ship. Eine Korvette habe ich, glaube ich, hier gar nicht mehr gesehen in letzter Zeit. Das sind alles entweder Medium Landing Ships oder die Light. Die kleinen, das sind alles normale Scouts. Ich nehme an, dass da jetzt bald die noch schwereren Schiffe auftauchen. Von daher wäre es auch gut, dass ich bis dahin meine Flugzeuge habe. Wo sind wir hier? Rechts oben sind wir. Das hier ist... Okay. Hier sind wir also soweit sicher. Gucke ich hier noch gerade nach unten. Das sieht auch gut aus. Wo ist mein Shotgun-Mensch? Da. Nach oben gucken, nach unten gucken. Das ist alles. Da ist ein Polizist. Dann sehen wir gleich, ob da sich was tut, wenn er umgeschossen werden sollte. Der kann hier raus und dann kann ich meine Truppen erstmal hier nach unten aufstellen. Dann werde ich das erst als erstes absichern. So. Der lässt die Schilde hier fallen. Eins, zwei, zack. Go, go, go. Na gut, der kommt natürlich nicht ganz an. Und er hier noch. Gut. Da sind anscheinend auch wieder welche im oberen Stockwerk. Boah, der lebt auch noch, das heißt, da ist wahrscheinlich auch erstmal niemand. Natürlich jetzt auch wieder interessant, welche Alien-Typen hier sind. Wenn hier denn Aliens sind. Dann machen wir dahin. Gut. Das Gebäude werde ich diesmal aber anders angehen. Ich werde diese Wand hier einschießen. Ah, okay. Das sind Andron. Da sind sie am Rumstampfen und Sachen am Kaputtreten. Noch niemand. Ich schicke die Leute erstmal nach hier vorbei. Nein. Ich stelle die schon mal hier auf, damit die da oben das dann gleich kaputt schießen.
Außer den Shotgun-Typen. Wobei. Da ist er ganz gut aufgehoben. So. Den habe ich ganz übersehen. Da ist irgendwo jemand gestorben. Durchs Fenster erschossen worden. Da ist aber auch nichts, da brauche ich auch nicht die Wände freizuschießen. Das Level ist ziemlich unübersichtlich. Von den Deckungen her. Wahrscheinlich hängt da oben in der Ebene wieder jemand. Tauschen besser mal die Position, damit der hier nicht zwangsläufig das erste Ziel ist. Naja, aber wenn da oben wäre. Das war ein neuer Soundeffekt. Wahrscheinlich sind hier ganz neue Gegner. Vielleicht zusammen mit den anderen. Ach, die sind das. Okay. Der ist suppressed. Sehr schön. Okay. Hocken. Das war nichts. Das ist ein Shotgun-Mensch. Na, ich versuch mal, vielleicht kann er von da aus noch schießen. Na, kann er leider nicht. Lass ich den da erstmal stehen. Können es erstmal die anderen versuchen. Ah, weg ist er.
Na gut, das sieht aber soweit jetzt auch alles nicht besonders bedrohlich aus. Da gleich rein. Da steht aber auch noch einer. Das sind alles harmlose Zivilisten. Da hinten ist wahrscheinlich das Schiff, oder? Nein, ist das wohl unten? Da ist das Schiff. Okay. Dann wird das Haus hier noch umso gefährlicher. Dann sollte ich das von Süden aus angehen. Alles darüber. Er guckt jetzt erst noch hier oben nach, ob da nicht doch noch jemand ist. Nö. Na, Mist. Bin ich besser noch umgedreht. Dann Shotgun. Ich glaube zwar nicht, dass der. Genau, der wäre dann auch für den anderen sichtbar gewesen.
Der wird ja gleich nochmal nach vorne laufen und rüber gucken. Vielleicht kann er im anderen Haus jemanden sehen. Wobei er den eh nicht angreifen könnte. Dicke Punkte. Du darfst nach unten laufen. Auch niemand. Und es geht nach vorne. So, die eine hat ja schon aufgemacht. Da sehe ich jetzt auch nichts auf der anderen Seite. Hallo? Niemand? Okay. Dann halt nicht. Der hier noch. Na gut. Kann nicht sein, dass hier draußen nur ein einziger Gegner war. Sieht auch fast sauber aus, sonst hätte ich da schon jemanden durch ein Fenster gesehen. Rushen gleich direkt zu dem anderen Haus rüber.
Oh, dann wird die Hölle in dem UFO los sein. Das mit den Teleportern. Das wird fies. Sieht alles clear aus. Und dann so viele Leute, und das sind dann noch Andron, die sich nicht suppressen lassen. Na, hier ist auch alles sauber. Wir können wieder zurücklaufen. Den kann ich zum UFO zurückschicken, der kann die Schilde holen. Der hilft mit. Nimmt jeder ein Schild. Man sieht ihn nicht ganz so lahm mit den Dingern. Hier ist alles sauber. Okay. Den zum Schild holen, der ist jetzt schon soweit. Und der kommt mit. Läuft. Stellt sich am besten da hinten irgendwo hin, damit er da reingucken kann und halbwegs in Sicherheit ist.
7. Colonel, was ist denn Colonel für ein Rang? Mal nachgucken. Colonel ist das absolut höchste. Captain ist das, die können noch ein paar Mal. Ach, er sollte dahin. Gut. Ziehen wir die noch eins rüber. Damit die da alle auf dem gleichen Stand sind. So. Das wird schmerzhaft werden. Der kann schon mal die ersten Schüsse drauf feuern. Das war der schwere. Schild dahin. Das ist der Shotgun-Typ. Der kann da gleich mit rüber. Wobei es gut wäre, wenn ich einen auf der anderen Seite hätte, damit ich da ein bisschen, damit ich in beiden Seiten reingucken kann. Aber wie kann ich hier unten jemanden sicher hinstellen? Da oben ins Haus vielleicht. Da ist der Winkel auch scheiße. Ja, hast du ein Ersatzschild? Stelle ich gleich da einfach da ab und dann läuft.
läuft er da zwischendurch rein zum Reingucken. Jetzt werde ich dann auch direkt die Tür aufschließen. Einen anderen. Gehe ich mit dem lieber wieder ein bisschen auf Seite. Feuer! Sehr schön. Dann lasse ich den aber da jetzt auch stehen. So, dann gucken wir noch mal rein. Sieht recht sauber aus. Dann Truppen nachziehen. Und vor allen Dingen die Ecken dahinter weiter ausleuchten. Dahin. Jetzt muss ich gucken, dass ich da jemand als Aktivierer reinlaufen lasse, damit die, die durch die Türen kommen und die Teleporter hinten benutzen, damit ich die nicht ganz im Nahkampf platt schießen muss. So, den lasse ich jetzt hier stehen und dann gucke ich mal, was da passiert. Den dahin. Ah, die haben da sowieso keine Option. Ja, ganz genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehe ich scheiße, dass der jetzt ein bisschen rangelaufen ist. Jetzt kann ich den vermutlich aufgrund des Winkels nicht mehr treffen. Der kann ihn treffen. Der auch. Der nicht. Thank you.
So. Der muss danach hier hinlaufen. Also hat er 56 zum Schießen. Nur nochmal den einen. Und dann laufen wir. So. Zwischen den beiden. Rechts da drüber. Schade. So. Dahin. Immerhin. Wieder ein bisschen zerstört. Dann lassen wir ihn mal ein bisschen rankommen. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt wieder zurückläuft. Okay. Ja, und er ist zurückgelaufen. Scheiße. Arsch. Dann warten wir halt. Rausläuft, läuft er auch ein zweites Mal raus. Der könnte eventuell doch, das geht auch noch. 51. Drüber. Schade. Gezielte Schüsse abgeben, damit die da überhaupt ankommen in dem Raum. Sehr schön. Sauber. Du auch nochmal. Läuft er wahrscheinlich wieder weg. Nee, okay. Dann ist jetzt die andere Seite gefragt. Erstmal den, der ein bisschen zielen kann. Sehr gut. Okay. Einmal mit dem geschossen. Sauber. 34.
Der dürfte den jetzt eigentlich umbraten. Sauber. Gucken wir, ob hier auch noch einer ist. Nö. Der muss nachladen. So, schau mal, ob da wieder jemand Neues kommt. Sehr gut. Guck mal nochmal. Sehr schön. Brauchen wir die anderen noch nicht mal. Nachladen. Der Schild ist immer noch tipptopp. Wie viel braucht er, um rauszulaufen? Viel zu viel. Können die die Tür aufschießen? Ja. Ah, mit dem hätte ich ja gerade ausgucken müssen eigentlich, damit, wenn jemand von oben kommt, der dem nicht in die Seite schießen kann.
Okay, dann wollen wir mal dahin laufen. Alles sauber. Warten wir mal hier. Okay. Da ist auch keiner runter teleportiert gekommen. Das heißt, die Tür kommt jetzt als nächstes dran. Dann schieße ich die auch auf. Nächste Runde allerdings erst. Gefährlich nah an meinem Typen dran. Hier ist auch alles sauber. Dann. Die können auch da hinten entschießen. Die haben eigentlich nur optimale Position. So, mal gucken, ob da jemand runter teleportiert kommt jetzt. Dann. Alles sauber. Dann kann ich meine Leute nachziehen. Oben sind sie wieder Sachen am Demolieren. Hier ist alles noch sauber. Dann weiter ran. Okay, dann will ich mal oben Position beziehen.
Das ist jetzt quasi der kritischste Moment. Wenn die nämlich da jetzt die Türen öffnen und mich angreifen, bin ich komplett im Arsch. Aber da kann ich absolut nichts gegen tun. Anders dahin. Der ist wahrscheinlicher, dass er schießen muss. Mit denen genauso. Dann kann der mit der besseren Waffe schießen. Na, der mit der schweren Waffe hätte besser noch nachgeladen. Machen wir gerade eine Nachladerunde. So. Okay, nur einer. Das ist aber verhältnismäßig harmlos. Die Frage ist jetzt, was ich abbekomme, wenn ich hier einen anschieße. Greife ich erstmal den an. Kann der den angreifen? Ja, der kann den auch angreifen. Dann machen wir das so. Der kann ansonsten sowieso nicht angreifen, wenn ich den. Perfekt. Kann den angreifen. Eventuell schießen die dann diese Teile schon kaputt. Moment, kann der da durch? Nee. Die müssen da auf jeden Fall beide vorbei. Super. Andere will nicht schießen. Okay. Die sind eigentlich so offen, dass ich die auch super mit einer Granate sprengen kann. Oder ich schieße die halt jetzt zu Brei. Wieso hat der dann nur 42? Wahrscheinlich kleine Abweicher. Moment, wie viel braucht er zum Werfen? 43. Gut. Dahin und ducken. Dann der nächste. Und ducken. Erstmal so. Was, der hat 5 Granaten mit? Achso, ja, weil der nur eine leichte Rüstung hat, kann er so viel tragen.
Schön. Und alle versenkt. Aber anscheinend waren das nicht alle. Aber dann sind. Muss der andere noch hier irgendwo in den hintersten Ecken hängen. Ich glaube, das Level konnte man jetzt auch gewinnen, indem man auf die. Das UFO besetzt hält. Aber den letzten anderen kann ich mir auch noch schnappen. Der letzte Andron. Der ist über irgendwas drüber gelaufen. Aber hier war ja nichts mehr. Oder sind da noch kleine Ecken drin? Nee. Da ist nichts. Müssen wir da oben noch gucken und hier noch. Schwing. Könnte natürlich auch irgendwo so ein Flieger sein, der sich ganz dämlich aufs Dach gestellt hat irgendwo und man den deshalb nicht sieht. Ich werde jedenfalls die Ecken jetzt erstmal erkunden. Und wenn die nicht da sind, dann werde ich die Brücke besetzen und dadurch das Level gewinnen. Dann machen wir hier erstmal die obere Seite. Mit dem Schild geht vor. Lasse ich mal hier stehen. Okay, dann.
ist niemand. Da scheint jetzt auch nicht die Hölle los zu sein. Guck mal sicherheitshalber hier hinter noch nach. Nö. Okay, ist da wohl auch niemand. Dann gucken wir da unten, da hinten an der Ecke noch nach. Ne, nix. Dahinter könnte noch einer sein. Ich gucke jetzt erst noch hier vorne nach, da brauchen wir auch. Ist alles sauber. Dann gehe ich da hinten noch zu dem Container hin. Sollte denn sonst noch jemand hier sein? Da auf diesen Häusern drauf, das kann ich halt nicht ausschließen. Dadurch, dass ich selber niemanden habe, der hochspringen kann, hochfliegen kann. Aha. Ich glaube, das war ein Zivilist. Da ist er. Okay. Schöner Schuss. Das sieht okay aus. Kann er ruhig noch ein bisschen näher ranlaufen. Ist okay. Mhm. Können sowieso nicht erreicht werden von dem.
einem Schuss tut er da auch nichts. Dann gehe ich mal auf Seite. Da hat er sich aber echt eine tolle Position ausgesucht. Das ist der mit dem schweren Gerät. Feuer. Senkt. World Elimination of 20 Extraterrestrial Units in Combat. Nice. 10 Combat Missions. In 10 Missionen 20 Teile umgeschossen. Ja. Ein Zivilist ist umgekommen. Ja. 88.000. Top. Ein Tag, 11 Stunden ist das nächste, ist der nächste Marauder fertig. Und dann kann ich anfangen, Rüstungen zu bauen. Und jetzt werde ich auch erstmal wieder einen Schnitt machen. Bis zum nächsten Mal.